Hi, mein Name ist Thomas Foster. Wir haben mit der Mallorca Production Academy den Song Viva la Vida produziert. Und das Inselradio hat gesagt, diesen Song finden wir wirklich toll. Das ist eigentlich die neue Hymne von Mallorca. Und wir wollen diesen Song spielen. Sie spielen ihn ab kommenden Freitag on air. Und sie haben gefragt, ob sie nicht ein Video dazu haben können und waren so lieb, uns ein paar Videosequenzen A, fertige zur Verfügung zu stellen, die sie von irgendwelchen Aktionen haben, und B, noch neue Sequenzen nachzudrehen, wo Leute mit einem Schild Viva la Vida durch das Bild rennen. Erwartet euch von dem Video nicht zu viel, weil wir haben jetzt nicht wie andere Videos ein Budget von 50.000 Euro. Unser Budget war genau 0 Euro. Meine Tochter Lara Sophie Kebsack hat hier wirklich einen großartigen Job gemacht, aus dem Material das Bestmögliche zusammenzuschneiden, und die hat da wirklich ein tolles Video produziert. Außerdem wird es einen Remix-Wettbewerb geben. Ein paar von euch haben schon losgelegt, einen Remix von Viva la Vida zu machen. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Der Sieger des Remix-Wettbewerbs wird einen Avenger bekommen. Den werden wir aber in ein, zwei Wochen nochmal ordentlich ausrufen, diesen Wettbewerb. Wenn ihr euch die Files downloaden wollt, das Original Ableton-File von Viva la Vida, dann abonniert einfach meinen Newsletter, dann bekommt ihr einen Zugang zu meiner Download-Page, wo ihr euch das Ableton-File runterladen könnt. Ansonsten stelle ich das Video als eigenständigen Song online. Viva la Vida, Thomas Foster featuring Alicia Nielsen and the MPA Crew.